Ja, wir gehen mal weiter. Umblick aus, gut hat er sich, ja. Und da kommen Here auch we schon der are. nächste. Schau nicht. Danke, dass du mir hilfst. Was, wo willst du hin, Junge? Wo rennt er hin? Ich seh's nicht mehr. Ach, er ist schon reingegangen. That's the kind of shit I like to see. Ich hab mich eben reingebeamt. Plünderer? Fragezeichen. So, welche Muni behalte ich? Maschinenpistole haben wir ja gar nicht. So, I've been sketching some plans in my spare time, and I think I hit on something. We need some more sleeping space. People are already sharing beds and shifts. Now I've drawn up some basic plans. But we'll want to get on this in a hurry. People are already talking about leaving. Die Leute wollen uns verlassen. Was soll ich drücken jetzt? Heimatbasis einrichten. Ich soll doch jetzt irgendwas einstellen, haben die gesagt. Heimatbasis einrichten. Wascher, Schlafbereich ach hier. Schlafbereich einrichten. Ja, wie können wir das denn machen? Wie geht denn das? Und wie geht das jetzt? Son of a bitch. Can't trust anybody to know their shit around here these days. Dunno. Maybe if we weren't down to an expired bottle of baby aspirin and a case of cough syrup, we wouldn't have so many sick people. Was meckerst du eigentlich immer rum, Alter? Du alter Knauser. Du machst ja nicht viel, du besorgst gar nichts, rennst hier nur rum. Sieh zu, dass die Leute beschützen, deine Schnauze mal hältst, du Kasper. Schlafplätze einrichten, sagen wir. Ja, und wie geht das jetzt? Hallo? Vielleicht hier drüber. Kannst du dir die Einrichtung deiner Gemeinschaft ansehen, bauen und verbessern? Wähle mit dem Steuerkreuz eine Einrichtung aus. Drücke um nähere Informationen zu geben. Ach so, hier geht das. Hier können wir jetzt was machen. Das ist ja cool. Wir können die Basis besser ausbauen. Ey, das ist ja cool. Das Game haben sie schon geil gemacht. Muss man ja sagen. Verfügbare Aktion. Es sind Betten für alle erforderlich. Ja, und wie können wir das jetzt machen hier? Hier ist Aktion verfügbar. Ich versuche Kontakt mit einer neuen Überlegungsgruppe aufzunehmen. Ja. Ich frage herum, ob jemand weiß, wo man Lebensmittel findet. Ich habe Lebensmittel. Munition. Material. Schlafbereich einrichten, auf jeden Fall. Warte mal kurz, nein, ich war noch nicht fertig. Ich wollte jetzt eigentlich ganz gerne gucken hier, ob wir jetzt genug Schlafplatten haben.
8 Betten. Ein Außenposten haben wir. Bietet tägliche Lebensmittel. Ja, aber jetzt haben wir es Schlaf. Ist der Schlafbereich jetzt fertig? Ich habe ja irgendwas gemacht hier. Und das heißt jetzt? Oh, lauf doch mal drin ein bisschen schneller, ey. Das geht mir ein bisschen auf den Sack. Hier kommt noch ein Schlafbereich her, oder? Hier braucht keine Tribüne. Oh, hier im Bug. Eigentlich will so am Tisch sitzen. Das sieht ja geil aus. Machst den Ententanz oder was? Haben wir jetzt einen Schlafbereich hier eingerichtet oder wie? Sag jetzt nicht hier draußen. Ah ne, hier ist jetzt irgendwas. Material. Lag das Feuer auch schon hier? Das kann sein. Also hier draußen. God bless. Bye. Wie sieht's jetzt aus mit dem Schlafbereich? Ich habe doch was getan. Oder dauert das jetzt, bis es ausgeht? Du hast jemanden... Du hättest jemanden umbringen können. Falsch gehandhabte Waffe. Wie, was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ey, verarschen hier oder was? Ratschlag, Schlafbereich einrichten. Ich hab's doch gedrückt, Mensch. Also, es nervt ganz schön hier jetzt gerade. Was ist das hier? Arbeiten. Schlafbereich einrichten. Ach so, der richtet das jetzt gerade erst ein. Das dauert, bis es fertig ist. Überlebende Unterkunft anbieten. Ja, und was ist das hier? Was können wir da jetzt machen? Wir könnten noch einen Schlafbereich. Wir können selber Waffen gegen Zombies herstellen, alles zusammensuchen, bla bla bla. Verbessert die Vitalität. Fitness. Das ist doch was, ein Garten. Für eigene Lebensmittel. Das ist auf jeden Fall wichtig, gerade wenn man so eine Botze hat. Also ich würde mal sagen, einen Garten einrichten. So. In der Zeit machst du das fertig. Wie sieht's bei mir aus? Waffen, Munition, alles habe ich. Ich gehe weiter auf Kundschaft. Was habt ihr denn? Einmal geschossen und abgehauen oder was? Ah, ich hole mir die mal da, die da draußen rumrennen.
Wo die hier was kaputt machen. Ja, komm her. Komm nach Papa hier. Schädelschleifen. I need a breather. Wieso brauchst du schon wieder eine Pause? Alter, du bist auch alt geworden, muss ich sagen. Wahrscheinlich muss er sich ein bisschen erholen. Ich sollte mal nach Maya wechseln, dass er sich mal hier ein bisschen erholen kann. Die Mauer hier muss unbedingt sicherer gemacht werden, das geht so. Ich höre hier noch einen Zombie. Los, komm her. Siehst du, die krabbeln mich hier über die Mauer. Sehr gut, mit deinem Base ist es schon besser, ne? Also meiner ist ein bisschen erschöpft. Ja los, komm her hier. Also von Zaun sind ganz schön eine Menge. Ja klar, beißt mich ganz gemütlich, weil er daneben schlägt, weil er nicht mehr kann. Er fertig, komm. Ruh dich aus, du kannst nicht mehr. I can't believe this is happening. Don't know. Shit. At this rate I'd settle for a slingshot. Better luck finding ammo for it at least. Was habt ihr da gelabert? Ich will jetzt mal kurz mit Maya wechseln. Da hinten steigt schon auch schon wieder einer rum. Maya ist hier nicht mehr. Wo ist Maya denn jetzt? Weil er kann hier überhaupt nicht mehr. Er ist fertig mit der Welt. Maya, hilf mir. What's the word? So, Ellen kann sich ausruhen. Was für eine Waffe hast du? Oh, du bist ja proppenvoll. So viel brauchst du gar nicht. Als allererstes räumen wir erstmal hier draußen auf. Hier ist ein Zombie. Also mit der Mauer müssen wir unbedingt noch was machen, weil... Das geht ja so gar nicht, ey. Hier lauern sie alle. Erstmal alle Zombies hier beiseite schaffen. Ja los, komm her hier. Wie sieht's hier aus? Gut, alles sauber? Clear? Wenn der Zaun sicher ist, dann... Ja, sieht so aus. Dann gehe ich mal eben rein und bring die Waffen weg. Zumachen die Schotte. Und rein jetzt. Ach ja. Ja, du stehst hier auch nur doof rum, wa? Junge, was ist los? Die brauchst du nicht. Die hast du noch. Das ist gut. Die brauchst du auch nicht. Wie ist das Tapu? Mach doch nicht so einen Krach. What's the good word? Watch my back. Was siehst du? Den Frank, den nehmen wir mit. Der schlägt sich ja gut.
gucken, ob wir noch was entdecken so, können. So, I've been thinking about a lot of stuff lately, and something occurred to me. We don't know squat. You lost me. I mean, when it comes to long-term survival. Like, I've got my dad's old notebooks, and I'm sure some people here have at least worked on a farm. But if we had reference material, we could do a whole lot more. Yeah? Well, since we don't have the internet anymore, I'm thinking we should start assembling a reference library. Books on gardening, electrical engineering, carpentry, anything we can get our hands on. We gotta start somewhere, right? Hier müssen wir Habseligkeiten noch besorgen. Von Abigail, die da gestorben ist. Oh, sind alles voll Zombies, das hört man bis hierher, du. Da wollen wir nicht hin. Ja, aber tagsüber sind die ein bisschen lahmer. So. Sit tight. I'm bringing this stuff home. Roger that. We'll be waiting. Ja, komm hier. Was ist los mit dir? Warum machst du nichts mehr, Junge? Also hier ist nichts mehr da. Hier können wir jetzt weg. Bringen wir die Sachen mal eben nach Hause. Weil die kosten doch ganz schön Kraft. Ja los, dann komm her. Ach, du bist viel zu langsam. Mal eben den Kram nach Hause bringen hier. Dupdidu! How's it going? Wie läuft? Das läuft ganz gut. We'll crack open a cold one for you. Ein Bierchen auch für Mädel. Ja, die mögen ja auch Bierchen, ne? Aber ich glaube, sie hat sich mehr gefreut auf einen schönen warmen Kaffee. Ich glaube, Frauen sind eh so die Biertrinker. So. Was guckst du draußen? Ist da was? Wie sieht's jetzt aus mit den Schlafplätzen? Sind hier drum genug? How are things on the home front? I don't know. There's something cropped up with the garden. No pun intended. We're trying to get it set up, but we don't have everything we need. We can track it down, or find another way. But it'd be faster if you did a little scavenger hunt. Ist ein Zombie oder warum guckt ihr so dämlich? Gartenrechen. Ja, wo kriege ich denn Gartenrechen hier? Ein Gartenrechen. What's the sitch? Frank, du gehst mir auf den Sack. Irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Wir müssen Gartenrechen besorgen, Frank. Lass uns mal hier lang gehen. Na, Frank, das hast du gut gemacht. Wenigstens was kannst du ja, ne? Wie komisch, aber die Animation hier ist von Laufen. Also das haben sie ein bisschen blöd gemacht. Die hauen ja die Hacken richtig in der Höhe. Das sieht schon ein bisschen komisch aus. So eine Art Wippen ist das. Die Animation hätte man verbessern können. Naja, man soll ja nicht rummeckern, ne? Ich glaube, den Wagen nehmen wir mal hier. Oh,
ist doch ein geiles Auto. Kommen wir mal eben zur Tankstelle. Oh, der macht aber richtig Kraft. Der lockt die richtig an. Das ist deine Art von Begrüßung, oder was? Wenn man einkaufen gehen will? Na, wo ist hier einer? Mann. Jetzt sollst du ihn nicht festhalten, nicht mit ihm kuscheln, du sollst ihn killen. Geh los, komm her, hier. Waffe ist kaputt. Jo, dann müssen wir wohl die ausrüsten. Jetzt schade, die Axt, dass die kaputt gegangen ist. Wo waren die Lebensmittel drin? Ich glaube hier, ne? Ich wechsle. Warum kann ich nicht auf den Frank wechseln jetzt hier? I'll run this home. We'll be ready. Der Frank könnte mich auch noch einschleppen, aber ich darf ihn nicht auswählen. Ich weiß nicht, was der Scheiß soll. Vielleicht können wir das in den Kofferraum reinpacken. Kann man das in den Kofferraum reinpacken? Ich meine, das hätten sie ein bisschen besser machen können. Jetzt muss ich extra wegen einem Rucksack nach Hause fahren. Und der Frank ist zu nix nutz hier. Der steht nur doof rum und macht nix. Mit dem Wagen los? Ist irgendwas kaputt oder was? Ich kann gar nicht mehr fahren. Jetzt geht's. So schnell. Oh, macht schon viel zu viel Kraft. I'm almost home. We'll crack open a cold one for you. Weil ansonsten kriegen wir immer mehr Autos hier. Found this while I was out. My hero. My hero. Frank? What's the good word? Du sollst nach Hause gehen. Bleib mal hier, Junge. Dich kann man nicht gebrauchen. Du stehst nur im Weg rum. Wo ist mein Macker hier? Ihn nehme ich lieber mit, dann kann ich wenigstens Maya ab und zu noch auswählen. Vielleicht darf man den Frank gar nicht... Frank? Ich habe gesagt... Du solltest nach Hause. Hast du gehört, Frank? Nicht mehr hinterher. Frank, nicht mehr hinterher. Ach, hier ist er. What's up? Nope. Wieso nein? Weil der blöde Frank jetzt die ganze Zeit immer der Arschbacke kennt oder was? Take care. What's up? Nah. Hi. So, dann wechsle ich mal. Sag mal, Frank, hast du den Arsch offen oder was? Wir hätten jetzt gesagt, dass du bei mir mitkommen sollst. Ich verstehe auch nicht, warum die draußen Schlafplätze einrichten, wenn sie da vorne noch hier einen riesen Raum haben, der sicherer ist, wo sie hier ihre Mauer krabbeln können, da richten sie Schlafplätze ein. Ich sag dazu gar nichts mehr. Das ist mir echt zu blöd, weißt du das? So warst du. Immer hast du noch nicht aufgeheilt hier, dann hier, dann schluckt man eine Pille. Waffe alles hast du.